Hinweis: Beim Folgenden handelt es sich um archivierte Informationen, welche nur noch als Referenz dienen. Es existieren derzeit keine Eindämmungsprotokolle für SCP-8900-EX. Artikelnummer: SCP-8900-EX. Objektklasse: Keter. Sonderverwahrungsverfahren. Aufgrund der schwierigen Eindämmung wurde SCP-8900 als Keter klassifiziert. Tatsächlich scheint eine Eindämmung zu dieser Zeit nicht möglich zu sein. Von SCP-8900 betroffene Personen und Gegenstände sind sofort unter Quarantäne zu stellen und durch Schnellverbrennung zu vernichten. Die dabei entstehenden Flammen sind durch ein Vakuum bei völliger Dunkelheit zu löschen, um die Ausbreitung der Infektion zu verhindern. Foundation-Personal darf unter keinen Umständen mit Personen oder Gegenständen in Berührung kommen, die von SCP-8900 betroffen sind. Anhang 8900-1. Es wurde festgestellt, dass völlige Dunkelheit wirksam darin ist, die Ausbreitung der Symptome von SCP-8900 bei lebenden Personen zu unterdrücken. Agenten Harker und Miriam wurden festgesetzt und zur weiteren Untersuchung festgehalten. Beschreibung: Bei SCP-8900 handelt es sich um ein komplexes Wahrnehmungsphänomen, das das sichtbare Lichtspektrum beeinflusst und sich scheinbar durch Körperkontakt verbreitet. Es ist möglich, dass das Phänomen mit bestimmten, neu entwickelten Technologien fotografiert werden kann, jedoch scheint der Prozess der Fotografie der Anomalie zu einer schnelleren Ausbreitung ihrer Wirkung zu führen und gilt daher als nicht empfehlenswert. SCP-8900 ist derzeit nicht verwahrt und es existiert theoretisch keine Möglichkeit der Eindämmung. Das Phänomen trat erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts als Beiprodukt bestimmter Fototechniken auf, war aber zunächst nur auf die fotografischen Platten selbst beschränkt und verbreitete sich nicht. Bemerkenswert ist, dass das Auftreten von SCP-8900 in diesen Fotografien scheinbar mit der SCP-8900, wie wir es heute kennen, scheint sich in oder um 1935 entwickelt zu haben, möglicherweise als Ergebnis der Experimente der Firma mit der Dreischicht-Farbfilm-Technologie. Anhang 8900-2. Abschnitt nur auf O5-Anordnung verfügbar. Meine Herren, wir haben versagt. Die Effekte von SCP-8900 sind so weit verbreitet, dass sie allgegenwärtig sind. Das natürliche Blau des Himmels wurde durch eine widerliche und unnatürliche Schattierung ersetzt und das Grün der Bäume wurde ebenfalls verdorben. SCP-8900 hat den Ruinen des gesamten sichtbaren Spektrums bewirkt und wir wurden vollständig überrannt. Unser Versuch, eine Gegeninfektion zu erzeugen, ist gescheitert. Obwohl es uns gelungen ist, die natürliche Färbung unserer Probanden wiederherzustellen, scheint der Prozess sie dabei stumm zu machen. Und jetzt ist ein Laufbursche in meinem Büro angekommen, der mir sagt, dass unser kleines Experiment aus der Verwahrung ausgebrochen ist. In der Zukunft werden sich wohl Agenten mit diesem als eigenständiges SCP-Objekt befassen müssen. Uns bleibt nur noch eine Möglichkeit, meine Herren. Ich aktiviere hiermit die letzte Notfallabsicherung der Foundation. Das Inui-Protokoll. Bis diese Botschaft alle erreicht hat, die auch die Freigabe besitzen, sie zu lesen, werden von Foundation-Einrichtungen auf der ganzen Welt große Mengen von Inui 5, unserem subtilsten Amnestetikum, freigesetzt. Weltweit werden Männer und Frauen, welche diesen Schrecken nicht verdient haben, innehalten, kurz verwirrt sein und dann ihr Treiben wieder aufnehmen, in dem Glauben, dass alles so ist, wie es immer war und ohne zu wissen, was sie verloren haben. Es bleiben nur noch die Fotografien, die nicht von SCP-8900s Verschmutzung betroffen sind, um die Wahrheit zu erzählen. Ich bedauere diese Entwicklung, meine Herren. Ich bedauere sie zutiefst. Aber es muss getan werden. O58. Sichern, kontrollieren, beschützen.